In diesem Video möchte ich vor allem auf Lichtbrechung eingehen und erst einmal allgemein ein Video zur YouTube-Zensur. Ein Kongressbeauftragter fragt hier eine YouTube-Beauftragte, wie gehen Sie mit Verschwörungstheoretikern um auf Ihrer Plattform? Der erste Weg ist, wir demoting, also wir herabstufen angeblichen schlechte Inhalte. Also das sind voreingenommene Meinungen und hier sieht man es, dass sie das auch so meint, dass diese Sachen herabgestuft werden. Und die werden nicht nur wenig heruntergesetzt, man findet die meisten Sachen so gut wie gar nicht, wenn man den genauen Titel eingibt, was die zum Beispiel, wenn man nach flacher Erde sucht, findet man nur Modelle, die nicht stimmen oder Leute, die dagegen sprechen. Und da hat sie es auch eben gerade zu dem Thema nochmal gesagt. Ja, wir haben aber sehr viele Beobachtungen, die zu weit schauen können, wie das Globus-Modell es vorgibt. Der Globus hat einen klaren geometrischen Horizont, den man mit dem Satz des Pythagoras bestimmen kann und bei langen Beobachtungen einen Hügel, der im Weg sein muss. Und die einzige Entschuldigung des Globusmodells wäre eine Lichtbrechung, die von nach unten ist. Jetzt erst einmal zu meinen Lieblingsbeweisen im zu weit schauen, als das Globusmodell vorgibt. Das ist zum Beispiel Dr. John Dee, der im hinteren Bereich hier Ampeln und Scheinwerfer sieht, die 10 bis 15 Meter mehr sichtbar machen als möglich. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber warum es mein Lieblingsbeweis ist, weil er in diesem Video viele Daten liefert. Temperatur knapp über Wasser, mittlerer Höhe und auf 2 Metern Höhe. Und auch die Höhe über normal Null, also Ebene, Ebbe und Flut berücksichtigt. Er hat aber auch noch weitere Beobachtungen, knapp ein Dutzend, die auch bis zu hier 60 Kilometer Weite ergeben, wo dann schon mehrere hunderte Meter nicht sichtbar sein sollten. Dann haben wir hier Wales nach Nordirland, 82 Meilen, also viel zu viel, was man sehen kann. Das ist jetzt das Modell und gleich kommt die Kamera, die da mit einer Infrarot ausgestattet ist. Sieht viel zu viel. Wann biegt oder bricht Licht sich denn nach unten überhaupt? Licht bricht sich zum dichteren Medium hin, wie ein Bleistift, der in ein Wasserglas gehalten wird. Dort sind zwei verschieden dichte Medien aneinander und deshalb erfolgt die Lichtbrechung. Oder auch in einem Aquarium mit Zuckerwasser. Also in diesem künstlich erstellten Szenario ist es möglich, dass Licht sich nach unten biegt, wie hier zu sehen. Aber wir haben keinen einzigen Nachweis, dass sich Licht in der Atmosphäre auch so verhält wie in einem Aquarium mit Zuckerwasser, wo der Zucker das dichtere Medium darstellt. Wenn man sich Laser anschaut, dann sind diese meistens gerade und in einigen Ausnahmen nach oben ausstreuend.
Das sind Beobachtungen, die gemacht werden können, eher nach oben gerichtet wie hier. Hier schaut es auch so aus. Andersherum gibt es diese Beobachtung eben nicht. Und ein Aquarium mit Zuckerwasser entspricht nicht der Atmosphäre. Dementsprechend sind die sogenannten Standardrefraktionen, die auch manchmal in den Globus-Rechnern verwendet werden, wie bei metabank.org, nicht der Wahrheit entsprechend. Lichtbiegung funktioniert eher so, dass Partikel in den Weg kommen, also zum Beispiel Luftfeuchtigkeit kommt dem Licht in den Weg und biegt den Lichtstrahl nach oben ab, wobei Licht auch nicht von A nach B wandert. Das ist aber ein weiteres Thema, das ich in dem vorigen Video behandelt habe. Ja, mehrere Laser zeigen, dass sie nach oben ausschlagen, obwohl sie gerade gerichtet sind. Meistens ist es schon so, dass sie gerade auch ausbleiben. Sie können eben durch Feuchtigkeit schon abgelenkt werden, aber nie andersherum. Und wenn man sich einen Tagesverlauf anschaut, dann ist es nie so, dass man einmal zu weit schauen kann oder über etwas hinweg, sondern man sieht von in der Früh bis am Abend, dass sich das Bild kompresst, also zusammendrückt. Ich schaue das immer alles auf Englisch, deswegen kommt mir das Wort zuerst. Aber Refraktion bezieht sich immer auf das, was sowieso schon vorhanden ist und verzerrt dann dieses Bild. Ich bin lange davon ausgegangen, dass die Temperatur den Hauptbestandteil ausmacht. Aber es ist eben die Luftfeuchtigkeit. Man sieht hier auf jeden Fall auch wieder, dass eine Lichtbiegung nach oben vorhanden ist. Und zwar bei wärmerer Temperatur unten als bei einem Meter. The air temperature was about 39 degrees Fahrenheit and the surface temperature was just above 40 degrees Fahrenheit. Here is a shot of the building, tree and distant mountain. Notice how high above the tree the top of the mountain appears. Der Berg schaut groß aus, also normal groß bei gleicher Boden als auch Lufttemperatur. Und im Verlauf des Tages. Now here is the clip of the same building, tree and mountain, just a while after sunrise. Wird die Bodentemperatur höher und der Berg wird mehr verdeckt, er erscheint kleiner. Also bei wärmerer Temperatur unten, die Lichtbiegung nach oben und nicht den Globus dafür sprechend auch noch mehr zu sehen. Aber auch andersherum, wenn unten es kälter ist, wie bei dieser Beobachtung, wo ein Garagentor aufgemacht wurde und unten dann kältere Temperatur gab, ist ebenso, mach's mal groß, ist ebenso etwas weniger und ein verschwommeneres Bild vorhanden. Also vorher ähnlichere Temperaturen, später unten kälter und diese Objekte sind trotzdem leicht weniger zu sehen. Das grüne Objekt hier verschwindet. Also bei Temperaturunterschieden, egal in welche Richtung, ist weniger zu sehen und nicht mehr das Standard-Refraktionsmodell des Globus, was noch was irgendwie versucht zu retten, funktioniert nicht.